Ihr werdet nicht glauben, wer sich gemeldet hat. David hat mir bei WhatsApp geschrieben. Es ist echt stockenduster. Ich fahre jetzt los. Ich hab's euch noch gesagt gehabt. Man musste noch groß mit mir diskutieren, dass wir keine Kopflampen mit haben. Wir haben keine Taschenlampen. Wo ich meinte, ey, wir schaffen das nicht. Da vorne hat einer gerade so zweimal Scheinwerfer gemacht. Vielleicht findet er hier auch gleich irgendwas richtig crazy statt. Wir werden Zeuge davon. Ich duck mich mal lieber. Das ist ein Transporter. Er weiß auf jeden Fall schon, wo er direkt hin muss. Und da links stand gerade das andere Auto. Ich glaube, da steht auch schon eine Person. Ach, ich muss mal kurz hier. Leuchte so ein bisschen. Er kommt, Leute, er kommt. Das muss er sein. Er ist gedamaged. So, Freunde, heute bin ich mit euch in Lofa unterwegs. Es geht aufs Mitterhorn, 2500 etwas Höhenmeter hoch auf Gipfelkreuz. Wir haben um die 1600 Höhenmeter to go. Wettertechnisch um die 11, 12 Grad. Hat heute Morgen geregnet, ist also alles noch nass und die Bäume tropfen hier die ganze Zeit. Ich filme heute mal mit meinem Handy, da die GoPro noch im Zelt gerade auflädt. Das ist eine schwierigere Strecke, teilweise Streckenabschnitte mit 40-60% Steigung. Ansonsten werden wir die ganze Zeit 20-40% Steigung haben. 1600 Höhenmeter, ich glaube auf 6,5 Kilometer. Könnt ihr euch ja ausrechnen, die Durchschnittssteigung. Ansonsten hin und zurück, 13 Kilometer, 1600 Höhenmeter hoch und runter. Wir freuen uns. Folge dem Weg 250 Meter. So, Zeitansatz für die Tour sind 12 Stunden. Folge dem Weg 1,4 Kilometer. 6 Stunden runter. 8 Uhr sind wir gestartet vom Parkplatz. 20 Uhr hoffen wir, wieder am Parkplatz anzukommen. Ja, denn 20:30 soll es schon dunkel werden. Wir haben keine Kopflampen dabei, keine Taschenlampen dabei. Das Einzige, was uns irgendwie Licht bringt, wenn es dunkel wird, sind unsere Handylampen. Ja, es hat ja die ganze Nacht hier durchgeschifft. Dementsprechend rutschig ist jetzt hier quasi das Gelände. Es tropft halt immer noch von den Bäumen hier runter. Und die Luftfeuchtigkeit ist unnormal hoch. Es ziehen halt hier auch wirklich noch Nebelfelder durch die Wälder und Wolken, die ja an den Bergen langstreifen. Das ist hier schon eine andere Hausnummer heute. Ja, der Anstieg kickt echt gut rein. Die Luftfeuchtigkeit ist übel. Und der schwierige Part kommt erst noch. Es hat sich ja in der Nacht ordentlich abgeregnet. Dementsprechend läuft natürlich hier auch sehr viel Wasser runter.
Ja, das meine ich damit, dass die Wolken hier die ganze Zeit hochziehen am Hang. Ist die Luftfeuchtigkeit hier enorm. Ich öle auch schon ganz schön gut, wo wir noch nicht mal so eine halbe Stunde, 40 Minuten unterwegs sind. So Leute, jetzt wird's interessant. Schaut euch das mal an. Jetzt müssen wir noch auf Steinschlag aufpassen. Schön, dass man gewarnt wird. Ja, von da oben. Es ist halt hier alles nass, rutschig. Jeder Schritt muss sitzen. Brutal, brutale Luftfeuchtigkeit, Schwitze überall, die Suppe läuft mir förmlich runter. Ja, dieses Mal habe ich was gemacht, was ich sonst nie mache. Also erstmal die GoPro vergessen und zweitens habe ich Kochsalztabletten in meine 3 Liter Trinkblase getan. Mache ich halt normalerweise nicht oder halt auch keine Magnesiumtablette rein, weil das einfach richtig schwer zum Saubermachen ist. Man muss alles hier abstöpseln, durchspülen. Normalerweise nehme ich da halt Trinkflaschen für, die ich dann dabei habe. Aber halt dieses Mal nicht, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir hier richtig krass am Sweaten sind und dass der Körper wieder einiges zugeführt werden muss. Von daher, ne, danke nochmal für den Tipp mit den Kochsalztabletten. Die Person, die gemeint ist, weiß Bescheid. Kurzes Update zum Streckenprofil. Wir sind jetzt eine gute Stunde unterwegs und haben 400 Höhenmeter geschafft. Heißt 1200 Höhenmeter to go noch. Ja, 20-30% Steigung aktuell, kontinuierlich auf die letzten 1,5 Kilometer. Wir liegen über die Durchschnittspace laut der Wander-App. Und wenn die Wolken sich jetzt nicht langsam verziehen, werden wir gleich in den Wolken sein. Ja, wenn ihr jetzt mal ganz ruhig seid, könnt ihr was hören. Es hat angefangen zu regnen. Ja, so Freunde, hat irgendwer sein Zip-Hosenbein verloren. Habe ich gerade mal vom Weg ein bisschen weiter hier nach rechts gelegt, dass man das besser erkennen kann. Falls derjenige dann auf dem Rückweg denkt, wow, wo ist mein Zip-Hosenbein? Hier liegt es. Zip-Hosenbein lag hier links und jetzt liegt es hier rechts. Quasi direkt on the way. Ja, langsam aber stetig nähern wir uns der Vegetationsgrenze. Ja, der Part, der sieht sehr rutschig aus. Es geht aber, ja. Ja, die Holzstufen, die waren echt mega glitschig. Da hieß es gerade, watch your step. Ja, 600 Höhenmeter haben wir gemacht,
2,5 Kilometer schon geschafft. 1000 Höhenmeter to go, Leute. Wollen wir. Jetzt langsam entwickelt die Sonne auch ihre Kraft und boxt hier langsam die Wolken weg. Ja, Leute, wir sind jetzt hier so auf gute 1600 Höhenmeter, 900 Höhenmeter müssen wir noch. Und schaut mal da oben. Da liegt noch Schnee. Und das ist auch ungefähr die Höhe, auf die wir müssen. Aber halt auf der rechten Seite und nicht hier links. So, 1600 Höhenmeter sind wir jetzt hoch. So noch gute 800. Bisschen Gipfelkreuz. Ja, die Aussicht, die ist halt echt schon mega. Ja, von da ganz unten, da ist der Parkplatz, sind wir gekommen. Gute 1000 Höhenmeter haben wir schon geschafft. Jo Leute, da oben ist die Hütte. Dort. Und hier sind halt echt noch Restschneefelder. Da oben auch. Müssen wir uns mal angucken, wie der Weg aussieht zum Gipfelkreuz. Ob wir den bestreiten oder nicht. Abwarten. So, Leute, da oben ist die Hütte. Auf gute 2000 Meter. Das Gelände ist jetzt hier schon wieder ein bisschen tougher. Aber nichts ist unmöglich. Jetzt sind wir komplett in der Wolke drinne und noch gut einen halben Kilometer bis zur Hütte. Der Weg hier ist eine komplett ganz andere Nummer mit den Felsen hier. Wir sind jetzt hier gerade komplett von da hinten quasi hier so hochgewandert. War auf jeden Fall echt nice. Da ist doch die Hütte wieder. Ja, aber erstmal müssen wir jetzt nach da oben. Ich denke, gute 30 Höhenmeter. Und dann ist auch gar nicht mehr so weit bis zur Hütte. So, wir sind jetzt auf 2000 Höhenmeter. Und 1100 haben wir gemacht, 400 müssen wir noch, 400, 500 müssen wir noch bis zum Gipfelkreuz. Oh, mal abwarten, ob wir das wirklich machen. Aber jetzt nehmen wir erstmal gleich ein Getränk zu uns. So Leute, Hütte war ganz nice, gab ein Süppchen, ein Kaffee und ein Skiwasser. Ich kehre jetzt um Richtung Auto, weil einfach, hier müssen wir hinter mich schauen. Alles bewölkt und man hat halt überhaupt gar kein View da oben auf dem Kreuz. David will sich das nicht nehmen lassen. Geht jetzt 2 Stunden hoch, 2 Stunden runter und dann hole ich ihn später vom Parkplatz ab. Also trennen sich gerade halt unsere Wege. Und ich gehe jetzt alleine runter und er geht alleine rauf. Ja, soll irgendwie was Neues geben oder so. Lasse ich es euch wissen. Thank you.
So Leute, guckt euch mal einfach diesen geilen Ausblick an. Traumhaft. Ja, immer noch am Absteigen, die Sonne kommt jetzt raus. Aber da wo die Spitze ist, Gipfelkreuz ist, ist es total bewölkt. Ich drehe die Kamera mal. So mal hier nach oben gucken, da ist alles total bewölkt. Also klar, hast du 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, ein bisschen was für deine Cardio getan. Aber morgen die Strecke, ich will nicht sagen, wo es hingeht. Spoiler-Alarm. Jetzt habe ich hier schon wieder was gefunden. So, und wer bist du jetzt? Haben wir uns heute schon mal gesehen oder? Willst du nicht mit mir reden? Alles klar, dann haben wir noch einen schönen Tag. Ja, schon krass hier, was wir alles an Insekten, Reptilien, Tiere hier heute auf der Wanderung schon gesehen haben. Das top bis jetzt jede Wanderung. Was ich aber so ein bisschen hier vermisse, sind die Murmeltiere. Da hat sich noch keins blicken lassen. Ja, und ich gucke schon viel in der Gegend rum. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Der View ist einfach mal der Oberhammer. Richtig schön aufgeklärt. Da hinten, aber hier hängen die Wolken immer noch. In der Bergkette. Ich bin gleich wieder am Parkplatz. Daumen nach oben, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein neues Video verpasst. Bis bald, euer Mo. So Leute, ihr werdet nicht glauben, wer sich gemeldet hat. Wir haben es jetzt 21.16 Uhr. David hat mir bei WhatsApp geschrieben, dass ich ihn noch bitte um 21.40 Uhr abholen soll vom Parkplatz, weil er dann wohl dort ist. Ich werde jetzt schon mal hinfahren. Vielleicht kommt er ein bisschen eher oder so. Er wird ja mega durchgeschwitzt sein. Eventuell ist ihm kalt, weil es ist echt stockenduster. Und wie ihr quasi in dem Video gesehen habt, geht er die ganze Zeit am Ende halt so ein Waldstück, was mega rutschig ist, dunkel. Auch als ich schon um 18, 19 Uhr runtergegangen bin, war es schon etwas dunkler. Und jetzt wird es halt stockenduster schon sein. Da kommt gar nichts mehr hin. Wie gesagt, die Sonne geht so unter, dass selbst bei der Bergkette quasi halt schon der Schatten geworfen wurde beim Sonnenuntergang. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich fahre jetzt los. Es sind nur 11, 12 Minuten bis dorthin, 10 Kilometer. Also bis gleich. Vor allem Leute, ich habe es euch noch gesagt gehabt, dass wir keine Kopflampen mit haben. Wir haben keine Taschenlampen, nichts dabei. Man musste noch groß mit mir diskutieren bei der Hütte und wo ich meinte, ey, wir schaffen das nicht, bevor es dunkel wird, runter. Bin mal gespannt, werde auch seine Meinung filmen. Ich werde das dann live hier im Auto mit euch machen. Also stay tuned. Das ist natürlich auch so richtig Jackpot, wenn eine Kuh hier steht und man nicht weiterfahren kann. GG. So Leute, da vorne ist der Parkplatz und wir haben jetzt so 21:33 und dann bin ich mal gleich gespannt, wann David erscheint. Ja Freunde, jetzt bin ich mal gespannt, wann er kommt. 21:35, er müsste ja eigentlich dann in 5 Minuten hier sein, wenn seine Zeitangabe stimmt. Wäre natürlich auch so klug und hätte ihm mit einer Kopflampe entgegenkommen können. Aber nö. Ohne Witz, Leute, hier ist richtiger Betrieb, Alter. Hier kommt noch ein Auto. Da vorne hat einer gerade so 2x Scheinwerfer gemacht. Vielleicht findet ihr hier auch gleich irgendwie was richtig Crazyes statt. Wir werden Zeuge davon. Obwohl wir eigentlich nur David abholen wollten. Ich duck mich mal lieber. Okay, das ist ein Transporter. Gucken. Er weiß auf jeden Fall schon, wo er direkt hin muss. Und da links stand gerade das andere Auto.
da steht auch schon eine Person. Leute so ein bisschen. David ist da. Bis jetzt. Da ist er. Da mit der kleinen Funzel, aber ich muss erstmal kurz den Autoschlüssel suchen. Den habe ich gerade irgendwo hingedonnert. Da habe ich ihn. Da ist er. Ich glaube, er weiß jetzt, dass ich hier bin. Da ist er. Da kommt er. Seht ihr ihn? Nee. Ist er nicht. Okay, Fehlalarm. Das war nicht David. Das war irgendein anderer Dude, der sein Auto sucht oder irgendwas anderes hier vorhat. Aber es war nicht David. Ich lasse nochmal das Licht aus. Ganz wichtig, zumachen. So. Wer weiß, was hier abgeht. Er kommt, Leute, er kommt. Er kommt da. Quasi da, wo das Licht ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, jetzt sieht man so ein bisschen was. Das muss er sein. Ich verrate meine Position noch nicht. Ja, er guckt schon. Muss jetzt noch kurz für die Kühe hier so eine Spirale wieder ranmachen. Ja, er sieht mein Auto. Er ist gedamaged. Ordentlich kaputt. Ich sag jetzt, wo ich bin. So, jetzt hat er ein bisschen Licht hier. Bitte sehr. Wollen wir mal hingehen, ne? Na? Ist der Nachtwanderer hier oder was, Alter? Ich sag dir, wie ein Eimann bin ich da runtergestiefelt mit Handylicht, einem Stock. Ich hab dir gesagt, dass es dunkel ist. Du, ich schaff das im Hellen. Das ist aber die letzte halbe Stunde. Einmal so, hab ich gedacht, boah, ich sehe die Steine nicht. Innerhalb von einer halben Stunde ist es so dunkel. Du hast auf einmal nur noch dunkel, dunkel, dunkel. Sterne, so bis 9 war okay. Komm rein, David. Jo, David. Du bist im Auto. Ja. Wir haben ja uns also vorhin bei der Hütte getrennt. Ich habe ja gesagt, schafft man nicht im Hellen. Da hast du gesagt, oh, schaff ja. Ich. Ja. Jetzt ist dunkel. Und du meinst schlechtes Wetter? Wetter hat sich gedreht. Nee, Wolken habe ich gesagt. Schlechtes Wetter habe ich nicht gesagt. Ich habe nur Wolken gesagt. Ja. Ich habe also gesagt, kein View. Kein View, habe ich gesagt. Vor oben, Strecke war krass. Also es waren 2,5 Kilometer. Man ist immer runtergegangen und dann ist man extrem hochgegangen. Eigentlich waren es gar nicht so viele Höhenmeter, die du machen musstest. Nur so 500, 600. Aber du bist immer so runter und dann auf einmal war es so ein 60% Anstieg. Und dann musstest du klettern. Da war teilweise kein Platz. Viel loses Geröll. Also man ist echt viel weggerutscht. Ich habe mit den Stöckern immer rein. Erzähl mir von deinem Weg mit deiner Handylampe. Ja, das... Ja. War dann das Ende vom Lied, weil du bist alleine und dann fing es auf einmal an, feucht, glitschig, rutschig. Wie war die Holztreppe? Dann wurde es dunkel. Die Holztreppe war okay. Danach wurde es schwierig, wo man im Wald drin war, wo überall die Bäche auf den Wanderwegen liefen. Da fand ich es schwierig, weil da war der Boden so aufgeweicht, dass du in den Boden getreten hast und der Boden einfach weggerutscht ist. Ja, am Ende war es so dunkel, dass ich dann mit der Handylampe in einer Hand, einen Stock weggesteckt, Stock in der anderen Hand, dann habe ich mich da so durchgekämpft. Es war zum Glück nicht mehr weit,